Hallo und herzlich willkommen am Abgrund der Gesellschaft und damit zu einer weiteren Folge von Der Pronoob spielt, dem Format, in dem ich Spiele anspiele, die ich privat spiele, aber nicht Let's Player. Und heute nehme ich Rebel Galaxy. Aber wer sich jetzt denkt, das hast du doch schon Let's Played, du Opfer! Ja, ich weiß, dass ich Let's Played habe, aber es waren 4 Folgen, das Let's Play kam scheiße an, deswegen dachte ich mir nochmal später, wenn ich weiter im Spiel bin. Wenn ich weiter im Spiel bin, was zeigen. Und dann dachte ich mir mal, zeige ich es. Nämlich, ich habe jetzt eins der 3 größten Schiffe, die es gibt. Das hier ist zwar das mit der wenigsten Feuerkraft, aber das wendigste. Und da Geschwindigkeit für mich eigentlich immer wichtiger als Angriff auf Verteidigung ist, nehme ich das. Und ich mache die Hauptmission weiter, da das ein bisschen spannender ist als die Nebenmissionen, die eigentlich so gut wie immer gleich sind. Nur um nochmal die das Let's Play nicht gesehen haben, auf den neuesten Stand zu bringen. Man findet eben so ein Artefakt, da ist dann so eine uralte KI drin und dann wird man gejagt von verschiedenen Leuten, weil die KI haben wollen. Jetzt müssen wir in ein langes, hier nicht nur betretenes System, um das letzte Teil ihrer Erinnerung zurückzugewinnen. Nämlich sie hat das eben verloren, ihre Erinnerung. Oh, das wäre übrigens ein anderes. Ja. Eine andere Death Note. Das ist die mit der schwersten Panzerung, glaube ich. Egal. Übrigens, dass da ist, der Typ, der geredet hat, ist ein Hauptcharakter irgendwie. Aber ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Müssen wir warten, bis wir eine neue Mission kriegen. Auf jeden Fall hat eine neue Rasse die Menschheit eben angegriffen und so, nachdem wir irgendwie so ein Portal geöffnet haben. Jetzt versuchen wir, glaube ich, erstmal herauszufinden, wo die herkommen und so. Dieses System hier war wegen solchen Störungen ständig. Ach, die reden immer. Ja, diese Rasse. Ein Gegner Funkspruch. Das ist diese Rasse. Das ist der erste, der was mit uns zu tun haben will. Der Rest schießt einfach. Und das in Orange steht jetzt, was man sagt. Ich, meine Übersetzungssoftware versteht kein Wort davon. Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Nee, Spaß. Natürlich. Nee. Kannst du überhaupt irgendwas von dem verstehen, was ich sage? Ganz ehrlich, wenn ich die nicht verstehe und ich dann frage, verstehst du mich? Bezweifle ich kaum, dass ich eine Antwort kriege, die ich verstehen kann. Hört sich nicht gut an. Ach nee. Ich glaube, die greifen mich jetzt an. Oh ja, den Rot. Also denkst du zerstört, ich sollte in der Nähe von der Miliz bleiben, das sind die meine Verbündeten. Nämlich die haben ganz schön viel Feuerkraft. Und ich nicht wirklich so viel. Die Miliz ist eben am besten ausgerüstet. Ich habe eben solche Laser und hinten habe ich solche Geschütze an meinem Ding drauf. Ich habe rote Laser, die sind besser gegen Panzerung und blaue, die sind besser gegen alles andere. Quasi Schilde. Ich habe auch die beste Taktik gegen Schiffe, nah ranfliegen und einfach Dauerfeuer. Das haut die Schilde von denen so schnell runter. Da nimmt man zwar auch mehr Schaden, aber es funktioniert trotzdem. Es ist einfach genial. Und hier hat einen Goldbarren dabei, den nehme ich mit. Zack, und Tachyon-Salz. Das ist auch ganz schön viel wert. Ich hab's nicht verstanden. Oh, das letzte Fragment. Risiko hoch. Ach toll. Was mich aber jetzt interessiert, gibt es hier Raumstationen? Nein, gibt es hier nicht. Obwohl, doch da. Oh, ich sollte hier weg. Das sind das Ding da hinten, wo auf das die Ziel ist, nämlich die Death Note, so heißen die größten Schiffe hier, von dieser Alien-Rasse. Und die hauen ganz schön rein.
Ihr werdet vermutlich gerade gleich einen richtigen Fail sehen. Nämlich, da steht die Mission hoch und dann hat man eigentlich keine Chance, auch wenn ich so ein fettes Schiff habe. Nämlich, die sind schon viel stärker als alle anderen. Nämlich, die haben auch alle verschiedene Bewaffnungen und so. Raumstation kann man speichern und sich reparieren lassen, beziehungsweise sein Schiff. Und da hinten ist eine, deswegen fliege ich da jetzt mal hin. Was mich aber auch interessiert, dieser Quadrant ist in der Story jahrelang nicht betreten worden, weil da eben solche Energiestürme sind. Ob die überhaupt Menschen sind oder irgendwelche anderen Rassen. Mann, die beschießen mich die ganze Zeit mit solchen Raketen, womit ich den Warp nicht aktivieren kann. Ah, jetzt ist er aktiviert. Perfekt. Da müsste jetzt eigentlich eine Raumstation sein. Ich frage mich, ob die besetzt ist, feindlich, freundlich. Tatsächlich eine befreundete Station. Das erkennt man daran, dass die blau sind übrigens. So, bin hier mal ganz nah ran. Andocken. Er hat andocken gesagt. Geschosse auffüllen. Nehmen wir uns nochmal alle Schiffe, die es gibt, dass ich auch mal zeigen kann. Das hier war das Schiff, mit dem man angefangen hat. Und das hier ist mein momentanes. Hätten wir mal so die Größenverhältnisse sieht. Mal so. Da besuchen. Ja, hier leben ganz normal die Menschen, als ob nichts passiert wäre die letzten 20 Jahre, die ihr von der Außenwelt abgeschnitten seid. Wir können dann noch solche Missionen machen. Hier. Dann geht von zum Beispiel. Ja, bei der Mission sieht man jetzt das in Rote, das ist das Jell-Syndikat, das ist eben eine Alienrasse. Das würde 20 runtergehen, die, ob man verbündet oder befeindet ist, mit dem quasi, wie gut man sich mit dem versteht. Da gehen die Bürger hoch. Aber mich hassen eigentlich alle, außer die Miliz. In diesem Gebiet gibt es nur die Bürger und die roten Teufel. Die roten Teufel sind übrigens Piraten. Die Bürger sind die ganz normalen, so wie Händler und so. Dann gibt es noch die Miliz, die ist auch mit mir verbündet. Ja, aber ansonsten hassen mich eigentlich alle. Sämtliche Alienrassen, sämtliche Piratenbanden, neutralen Systeme, außer die Händler- und Söldnergilde. Bei denen bin ich quasi angestellt. Ihr versteht eh kein Wort, was ich rede, also kann ich eh reden, was ich will. Ich darf das, ich bin Autist. Das ist total lustig, nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich das Ding da auseinandernehmen wird. Nur so ein Gefühl. Hey, nur Korvette. Das sind die kleinsten Schiffe. Ah, die zerlege ich. Easy, easy, genau Scope. Oh, übrigens, das sollte man nie einsammeln. Metallerz ist so gut wie nichts wert. Das ist, glaube ich, maximal 100 wert oder so. Also Credit. Aber so, ich überrede die jetzt einfach mal, die nerven mich eh alle. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist. Alter, die hauen ja mein Schild schon wieder runter. Das ist so mega unfair, wie viel Schaden die zum Teil machen, die Gegner. Ich schaffe halt zwar nicht so viel aus, aber die machen so mega Schaden. Boah. Das ist ganz schön heftig, muss ich sagen. Nämlich. Einer der größten Kritikpunkte beim Spiel für mich ist der Schwierigkeitsgrad. Nämlich, der ist ganz okay, aber der zieht nach einer gewissen Zeit so übertrieben an, dass das schon nicht mehr schön ist. Da will dieses Ding hier mal noch mehr aushalten. Ah, jetzt geht auch kaputt. Ich will endlich mein Schild aktivieren. Wieder. Das ist übrigens der Deflektorschild. Mit dem hält man ein bisschen mehr aus. Man hat dann noch normale Schilde. Ich weiß gar nicht, auch was ich jetzt angreifen soll. Hier sind zu viele. Oh fuck, da ist eine Death Note. Oh no, oder wie auch immer diese Dinger heißen. Eben dieses fette Schiff da. Oh shit, ich glaube, die werden mich auseinandernehmen. An sich ist das die beste Taktik gegen die von vorne oder von hinten. Nein, die haben einen Söldner erledigt. Ja, das ist doch ein Zerstörer. Aber das reicht auch schon. Kaputt. Deine Taktik ist eigentlich immer ganz nah ranzufliegen und dann einfach ohne zu zielen drauf zu heizen.
Hat doch manchmal, aber ich denke nicht, dass ich diese Mission überleben werde. Ich habe bereits zu viel Schaden genommen. Stirbt doch endlich, was wollt ihr von mir? Wenn die kein Deutsch reden. Um das Spiel gibt es nur in der englischen Version. Oh, Spenderorgane, die sind viel wert. Das ist zwar illegal, aber YOLO. So eine Korvette kriegen wir auseinander. Nur gut, Jauche. Jauche ist nicht so viel wert. So, ich fliege jetzt hier mal wieder ein bisschen näher ran. Versuche noch die Verteidigung ein bisschen auseinanderzunehmen. Die Strahlenplattform hier zum Beispiel. Dann zerlege ich einfach die Raumstation, wenn das geht. Warum schon geht kaputt? Alles kaputt, ich bin böse. Glaub doch endlich, du scheiß Strahlenplattform. Ja, auch hast du die Geschütze, die schießen nie da drauf, wo ich wirklich will. Genau, zwischen meinen normalen Waffen hier hin und her wählen. Aber die schießen auch von selbst, deswegen bleibe ich meistens eben in diesem Modus hier. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag von den Dingens her. Wie heißt es? Von den Weltraumkämpfen. Da man hier einfach, das ist quasi dasselbe Prinzip, nur dass man eben verschiedene Schiffe haben kann, seine Schiffe eben anders aufwertet. Dass man nicht von Bord gehen kann. Ach, diese Mission ist noch zu Ende, dann ist das Promo-Spiel auch beendet. Ach, Mensch. Schnell auch die Zeit vergeht. Gestern waren wir noch in der Grundschule und heute sitzt man im Altersheim. Wer kennt's nicht? Richtig, ich. Gut. Weil es zerstört ist. Wir können das Ding mal scannen, was da an Bord ist. Scannen gestört. Ja, du mich auch. Zerlege ich das Ding eben. Alles draufheizen. Das Problem an diesen Außenposten ist, die halten mega viel aus. Ihr seht, ich mache hier Dauerfeuer auf das Ding. Meine Laser schießen da noch drauf. Vielleicht noch ein bisschen näher ran, obwohl das lohnt sich nicht. Dann könnten meine Geschütze noch drauf schießen. Dann würde das, glaube ich, noch mehr Schaden machen. Gleich haben wir das Ding auch zerlegt. Das ist kein Leben mehr und jetzt Kaboom. Und da war nichts an Bord. Mensch. Sicher scheiße. Nächste Station. Ich muss nämlich mein Schiff wieder auffrischen. Direkt bei dem Planeten dort hinten. An den Warp gehen und wusch. Moin. What the fuck? Na, das wird jetzt blöd gelaufen. Nämlich, die haben jetzt Schmuggelware gefunden an meinem Schiff. Dann kann man jetzt sagen, hoppla, das Zeug, das etwa heißt, das Zeug ist illegal. Ich hatte keine Ahnung. Ihnen das übergeben, aber ich habe hart dafür gearbeitet. Das Zeug kriegt ihr auf gar keinen Fall. Boah, Schmuggelgut. Ich bin mir sicher, dass wir diese Begegnung ganz schnell wieder vergessen. Ein Bestechungsversuch. Das funktioniert wiederum nicht immer. Und eventuell muss ich gleich eine Schießerei mit denen anfangen. Aber ich teste es mal. Aha, jetzt habe ich zwar viel mehr Credits verloren, als ich sonst kriegen würde, vermutlich mit dem Zeug. Aber ich will auch keine Schießerei mit der Miliz anfangen jetzt. Auf dem Markt kann ich jetzt das Zeug noch verkaufen. Wenn es nicht überall illegal wäre. Die Spenderorgane, oh, die bringen hier sehr viel. Die grünen Sachen bringen übrigens mehr als woanders. Und die roten Sachen weniger. Quasi Datenwürfel sind hier wenig wert. Roboter. Dafür ist die Jauche viel wert. Ich hasse es, nämlich der größte Teil meines Frachtraums ist voll mit dieser Narco-Cola. Aber ich kann die nirgendwo verkaufen. Ich hasse das. Das ist voll unfair, die Hecken. Welcher dieser Punkte ist näher? Der da hinten. Dann fliege ich auch mal zu dem hin.
Oh, was ich auch noch machen wollte, das habe ich komplett vergessen. Da muss ich noch mal kurz zurück. Nämlich, ich wollte, wie heißt es, meine Waffen oder so noch irgendwas upgraden. Dann muss ich auf Ausrüstungsladen. Meine Schilde. MK6-Schild. MK5, MK6. Ich gönne mir mal. Alte verkaufe ich. So, Deflektor. Zu teuer. Keramikpanzerung. Ebenfalls zu teuer. Komponenten. Na, bringt mir nicht wirklich was. Waffen. Protonenkanone. MK6. MK6 ist übrigens das höchste. Ach, auch zu teuer. Das kostet alles. Also, das ist einer der größten Kritikpunkte auch an dem Spiel. Sehr viele Sachen sind einfach wirklich zu teuer. Bergbolete MK6 kann ich mir auch nicht holen. Ich habe jetzt ein besseres Schild. Vielleicht geht jetzt auch die Schwierigkeit davon runter. Jetzt ist es durchschnittlich. Das passiert selten. Ab und zu da kann man das eben hier ändern. Was mich interessiert, was ist das für ein Klasse Operation? Ah, okay. Nämlich manche Schiffe haben eben, gehören eben zu einer Klasse, die es an sich gar nicht gibt. An sich gibt es eben Korvetts, leichte Fregatten, normale Fregatten, schwere Fregatten, dann Zerstörer, Kreuzer und danach Deadnought. Oder Deadnought. Oder ich habe keine Ahnung, wie das Schiff heißt. Ich dachte, was mein Schiff ist. Oder Deadnought. Ach, die interessieren mich. Ich will nicht mit den Kämpfen nicht. Mensch, ich hasse es, wenn einfach so aus dem Nichts so random solche Arschgeigen auftauchen und meinen, sie müssen mit einem kämpfen. Hier, ich schieße mal ein paar Raketen ab. Weg weiter. Oh, was ich auch komplett vergessen habe. Ach, dafür fliege ich jetzt aber nicht zurück. Nämlich mein Söldner ist ja gerade eben gestorben, dass ich mir einen neuen Söldner anheuere, der mir dann bei der Mission hilft. Und die Söldner sind am Anfang mega overpowered, werden dann aber immer schwächer. Aber sie dienen gut zur Ablenkung. Nämlich die meisten schießen auf die und die haben kleine Raumjäger, die Söldner, und man kann deswegen nicht so leicht. Beziehungsweise, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Die schießen nicht so viel auf euch. So, was haben wir denn hier wieder für schöne Schiffe? Das hier, da hinten ist zum Beispiel eine leichte Fregatte. Die ganz schwer auseinandergenommen, perfekt. Das Schiff hier nehme ich, die Korvette nehme ich auch noch auseinander. Die Plattform ist gleich jetzt dran. Und schon ist es Alarmstufe Rot. Bedrohungsstufe Rot, meine ich. Alarmstufe heißt es ja nicht. Sollte nicht sparsam mit meinen Raketen sein. Jetzt haben sie gesagt. Ah, jetzt hat sie zum Beispiel gesagt, jetzt habe ich darauf geachtet, dass da das Fragment, was wir suchen, nicht hier ist. Da ich keinen Kampf wirklich will, fliege ich jetzt einfach weg. Den kriegt ihr mich nie. Ihr Arschgeigen. So, jetzt fliegen wir zum letzten Punkt. Natürlich ist es der dritte von 3 Punkten, wie wäre es auch anders? Das ist eigentlich immer so, wenn es 3 Punkte gibt, wo man hin muss, irgendwie, weil man einen Gegenstand sucht, es ist größtenteils immer der letzte. Es gibt kaum Spiele, wo es der erste oder der zweite Punkt ist. Das ist so mega nervig. Es gibt nur ganz wenige Spiele, wo es wirklich, sagen wir, man hat Tor 1, 2 oder 3 und hinter Tor 3 liegt, dass man dann wirklich, dass es wirklich eben hinter diesem dritten Tor liegt und nicht einfach immer automatisch hinter dem letzten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, damit ihr nicht denkt, ich bin verrückt. Aber behindert. Weil es die Wahrheit wäre. Aber echt, am Anfang sind die Jäger eigentlich total easy, aber die werden immer schwieriger. Die machen zum Teil so Schaden, diese ganz kleinen Raumjäger. Diese großen Schiffe sind kein Problem, aber solche kleinen Raumjäger können ein komplettes Schiff zerlegen, wenn du nicht aufpasst.
Zerstöre jetzt die ganzen Strahlen- und Waffenplattformen von dieser Raumstation, damit die mir nicht in den Rücken fallen können. Wie fliegt man jetzt zu dieser Fregatte hin? Jetzt schieße ich die kaputt. So, jetzt ist die Raumstation da. Hat gut, die hat der Miliz geschrieben, die sollen uns helfen. Glaube ich. Ich hoffe, die kommen nämlich alleine, könnte das ganz schön knapp werden. Ah, perfekt, jetzt kriegen wir nämlich Verstärkung von denen. Beziehungsweise von der Miliz. Was auch cool ist, am Anfang der Story kann man sich wirklich entscheiden, ob man sich wirklich der Miliz anschließt, nachdem man das erste Sonnensystem geschafft hat, oder ob man sich der so einer Söldnergruppe anschließt. Sollte sich der Miliz anschließen, nämlich diese, beziehungsweise das ist keine Söldner, sondern eher eine Piratengruppe. Aber die sind so mega scheiße, einfach. Die sind nämlich nur in der ersten und der zweiten Welt und auch nur da können die dir helfen. Die Miliz ist eigentlich überall. Außer hier an sich. Beziehungsweise sagen die das. Ein Ahnensplitter? Nur zur Info, wenn ich weiß, was das ist hier in dem Spiel, dafür habe ich sogar eine Trophäe erhalten, ein richtig mieses Artefakt, was richtig viel Geld bringt. Es gibt genau drei ultra seltene Sachen, die man kriegen kann, die dann richtig viel Geld bringen. So ein Ahnensplitter war eben eins davon. Ich habe bereits jetzt zwei dieser drei Sachen gefunden. Was richtig cool ist. Acht Container hier. Da war ein RAM-Deflektor drin. Und das ist noch ein Ahnensplitter. Die sind mega viel wert. Was liegen die hier einfach so rum? Ja, da sage ich nicht nein zu. Gibt es noch mehr davon? Meteor-Diamanten, die sind auch gut. So, wo ist es denn sonst noch? Übrigens, falls ihr den Hintergrund so rauschen hört, meine Schwester föhnt sich gerade die Haare und obwohl ich den ständig sage, meiner Familie, seid leise, wenn ich aufnehme, scheißen die einfach mal immer drauf. Jedes Mal. Und zwar mit voller Absicht. Ich weiß das genau. Es ist quasi so, ich kenne das sicher, wenn ihr irgendwie sagt, ich bin allergisch gegen, ja nur als Beispiel jetzt, ihr seid allergisch gegen Schokolade. Obwohl, naja, sagen wir, ihr seid laktoseintolerant. Das ist realistischer. Und ihr sagt dann einfach ständig euren Eltern, ich bin laktoseintolerant oder so. Oder irgendwas einfach so in der Richtung. Aber die hören einfach nicht auf euch. Die denken sich einfach, ja, schenken wir ihnen trotzdem irgendwie Milch. Obwohl, das klingt jetzt echt dämlich, wie ich das sage. Aber es ist quasi so, als ob man sagt, ich bin allergisch gegen Orangen und deine Familie schenkt dir trotzdem Orangen. Was ich mich jetzt frage, ich habe auch diese Raumstation jetzt zerstört. Wo ist denn jetzt das Ding, was ich einsammeln soll? Ich habe ja gleich auch alles auseinandergenommen. Wo zur Hölle ist das? What the hell is going on here? Schau mal die letzten Waffenplattformen, vielleicht kommt dann irgendwas. So. Noch irgendwas? Ah da, Reliquienstück. Ich glaube, ich jetzt was gespawnt. Oh, ich bin einfach blind. Und zack. Das muss ich kurz warten. I succeeded in downloading a vast quantity of Liliac's communication during the conflict. We have much to discuss after we leave this place. I think it's time we hightailed it out of here, don't you? Militia craft, exit the area and regroup at the jump gate. Was ist jetzt hin? Na, jetzt sagen die mir nicht, wo ich hin muss. Ah, jetzt eingehender Funkspruch. Guten Morgen.
froh, dass ich dir überhaupt helfen konnte. Und die hast du jetzt entschlüsseln können. Ah, jetzt kann sie auch die Sprache von diesen Viechern verstehen. Allerdings scheinen die auch schon ohne dich in unsere Teile des Raums gesprungen zu sein. Wozu brauchen die dich überhaupt noch? Ah, die sind also quasi zu dumm, um diese Sprungtore zu bauen, um zu anderen Sonnensystemen zu fliegen. Ah, die wollen ja ihre gesamte Flotte mit ihrer Hilfe dann in quasi das Menschengebiet bringen. Nur zur Info, sie kann so Sprungtore einfach so erschaffen. Okay. Weil sie will sich jetzt opfern, um die komplette Flotte von denen zu zerlegen. Wenn ich in den Warp gehen. Ich verstehe die Sprache immer noch nicht. Jetzt. So, ich denke genau, dass sie das wollen. Also ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich das jetzt nicht alles vorlese, nämlich ihr könnt das ja, glaube ich, selbst lesen. Okay, jetzt sollten wir verschwinden. Ich nutze einfach das Schiff der Miliz, um hier zu verschwinden. Okay, die wollen sogar die jetzt ablenken. Also ich mag die Miliz, wenn man sie wirklich als Verbündete hat. Ich könnte jetzt die Schiffe auch alle zerlegen, aber es ist mir zu risikoreich. Ich würde sagen auch, das war's mit dem, der Pronoob spielt. Und ihr, beziehungsweise ich gebe dem Spiel eine Bewertung von 3,5 von 5 Punkten. Nämlich, es dauert extrem lange, bis man das alles erreichen kann. Wo ist jetzt nicht so spannend, aber es macht schon Spaß und es kann einen schon beschäftigen. Also, ich würde jetzt mal sagen, das war's dann auch. Und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren der Pronoob spielt oder eins meiner vielen anderen Let's Plays. Lasst ein Like und ein Abo da oder ich werde euch finden und vernichten. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal am Abgrund der Gesellschaft.